bin Alia, bin Finja und wir sind 14 Jahre alt und kommen aus Gifhorn. Ja, wir spielen seit 6 Jahren Volleyball und erst seit 2,5 Jahren Beachvolleyball. Also 2017 war so das erste Jahr, wo wir sozusagen richtig Turniere gespielt haben im Beachvolleyball. Und ja, wir sind auch im Beachkader das erste Mal da gewesen und haben auch unsere ersten Damenturniere gespielt, also C-Cup und D-Cup. Ja, da sind wir auch gleich dann Fünfter geworden im Damen-Cup. Und dann haben wir zum Schluss nochmal die Nordwestdeutsche Meisterschaft gespielt, wo wir dann Dritter geworden sind. Ja, und im 14 sind wir Erster und Zweiter geworden. Also klar, ich glaube, so das größte Ziel ist eigentlich so die Olympischen Spiele. Und da dann auch so wie Laura und Kira sozusagen zu gewinnen oder einfach eine gute Platzierung zu machen und insgesamt immer weiter Spaß haben zu haben. Ja, und auch so deutsche Meisterschaften mal oder Europa oder so wäre auch ganz cool. Zu spielen, ja. Und wenn was in der Schule nicht lief oder so, kann man sich da auch auspowern, kann sozusagen den ganzen schlechten Tag hinter sich bringen und einfach zu spielen. Das ist echt schön. Wir bedanken bei unserer Heimtrainerin, Anja, weil die hat uns so richtig gut ans Volleyball rangeführt. Und halt auch an unseren Vater, weil er macht sozusagen alles mit uns. Er trainiert uns, wenn wir zum Beispiel gerade kein Training haben oder sowas. Und unterstützt uns auch immer auch bei Turnieren. Ja, insgesamt einfach unsere Eltern, weil sie sozusagen alles für uns sozusagen so gut wie alles möglich machen. Sie fahren uns überall hin zum Training und unterstützen uns einfach dabei.